Nochmal, letzte Frage. Herr Wagner. Ich habe eine Frage, weil der Klagetext nicht so richtig veröffentlicht ist. Klagen Sie gegen die Tagesschau-App, dann klagen Sie ja gegen die Software. Oder klagen Sie gegen das Urangebot tagesschau.de, was auf dem Smartphone durch die Tagesschau-App abgebildet wird. Im Prinzip ist es ja nur im Browser, rein technisch gesehen. Also wir klagen gegen die Inhalte. Die Inhalte interessieren uns, nämlich die Vertextung. Und da haben wir die App rausgenommen, weil die App eben diese Inhalte transportiert. Das Ganze findet im Rahmen der App statt. Ob Sie das jetzt technisch so ausdrücken, es ist eine Klage gegen die App, das ist eine andere Frage. Also das wie Sie klagen. Wir klagen gegen die Textteile in der Tagesschau-App. In der Tagesschau-App. Aber Sie klagen nicht gegen den Browser im Smartphone, mit dem man dieselben Inhalte abrufen kann. Also gibt es ja auch einen Internetbrowser. Da müsste ich jetzt nochmal genauer nachgucken, aber das ist nach meiner Kenntnis nicht so, sondern es ist so, wie ich sagte, wir klagen gegen die Inhalte, die in dieser App transportiert werden. Also uns interessiert zum Beispiel keine Technik. Ne? Uns interessieren die Inhalte. Und um den Browser, ehrlich gesagt, geht es uns nicht. Ne? Wir haben ja, das können Sie auch daran festmachen, wir haben ja uns auch gegen tagesschau.de gewandt, nicht? Nämlich vor 10 Jahren schon. Vor 10 Jahren schon, da ging es uns auch nicht um Technik, es geht um die Inhalte. Ne? Zusatzfrage, wenn Sie sagen, Schwerpunkttexte, wie definieren Sie den Schwerpunkt? Also dieses Beispiel war beeindruckend, aber ich kann Ihnen auch Dutzende andere Beispiele zeigen, wo Video und Audio überwiegen. Ja, das müssen Sie diskutieren. Das müssen Sie diskutieren. Wieso muss ich das diskutieren? Nein, nicht Sie, sondern, ja gut, das muss man quasi in jedem Einzelfall anschauen. Es sei denn, Sie haben eine Anmutung, eine Erscheinungsweise, wo Sie sagen können, das ganze Angebot ist so gestrickt. Ja, das ganze Angebot ist voll von Texten. Dann können Sie das in Toto bewerten und können sagen, okay, da ist überall zu viel Text drin. Ja. Aber das ist, sag mal, das ist Juristen auch nicht fremd, dass sie sich das angucken und dann diskutieren und sagen, nee. Meine Frage präzise, was ist für Sie ein Schwerpunkt, wenn 50% des Inhalts Text ist oder 70%? Das kommt nicht auf Prozent drauf an, das kommt auf die Anmutung an. Kommt auf die Anmutung. Das ist genauso, wie wenn Sie eine Werbung beurteilen, ob das Schleichwerbung ist oder nicht. Da kommen die Elemente zusammen, Sie gucken sich das an, ja, und dann kommt es auf den Eindruck drauf an, auf den Gesamteindruck. Und so ist das da auch. Das können Sie nicht mit Prozenten festmachen.